Ich habe das Gefühl, dass sich die Sims 4 gerade in eine positive Richtung entwickelt. Warum, erfährst du jetzt. Ihr wisst ja, dass ich mich oft über einige Sachen in The Sims 4 aufrege, die meiner Meinung nach nicht ganz so gut laufen. Aber ich muss sagen, dass ich in den letzten Wochen eigentlich gemerkt habe, dass sich The Sims 4 aus meiner Sicht in eine recht positive Richtung entwickelt hat. Ich brauche da jetzt auch gar nicht so ins Detail gehen. Ihr kennt die Situation, es gibt viele Packs in The Sims 4, die gameplaymäßig nicht richtig ausgefeilt sind, die Probleme haben. Aber all das ist gerade aktuell irgendwie nicht zu spüren. Wir haben jetzt frisch nämlich wieder ein neues Accessoire-Pack für The Sims 4 bekommen. Nach einer 2,5-jährigen Pause war das dann auch wieder längst überfällig. Und nachdem auch schon das letzte Accessoire-Pack sehr gut angekommen ist, weil es wirklich ausgefeiltes Gameplay hatte, finde ich, ist es bei lukrativer Hobbyküche ähnlich. Wenn wir uns mal so ein bisschen zurückerinnern, meistens war es immer nur ein oder zwei Gameplay-Objekte bei einem Accessoire-Pack, jetzt diesmal sogar drei. Und ich finde, die Gameplay-Objekte machen wirklich Sinn und bringen das Spiel in einer gewissen Weise voran. Da ist mir wirklich am überraschendsten diese Rührmaschine aufgefallen, mit dem man natürlich Teig herstellen kann, und dieser Teig wird dann als Basis für die im Spiel vorhandenen Gerichte genutzt. Dann hat das Pack noch zwei Bestreben, was es in einem Accessoire-Pack auch noch nie gab, die dann auch vierstufig sind und nicht wie zum Beispiel jetzt bei Pferderanch einfach nur einstufig, die auch kleine Challenges bieten und nicht als Tutorial missbraucht werden, wie das manchmal so in vergangenen Packs, gerade Erweiterungspacks, so der Fall war. Es scheint so, als hätten die Entwickler wirklich ein rundes Pack abliefern wollen, und aus der Community habe ich eigentlich auch kaum negatives Feedback wahrgenommen. Zum einen hat EA wahrscheinlich für diesen verloren gegangenen Pack-Typ jetzt irgendwie frisch mal wieder ein bisschen mehr Budget freigeräumt. Zum anderen könnte ich mir aber vorstellen, dass das neue Team aus der EU vielleicht da auch so ein bisschen mit reinspielt. Bei uns gibt es nämlich jetzt ein eigenes Team, was Packs entwickelt und auch für die Accessoire-Packs zuständig sind, wie das auch schon in The Sims 3 der Fall war, mit verschiedenen Teams an verschiedenen Standorten. Und ich habe das Gefühl, dass diese neuen Leute da einfach einen frischen Wind so ein bisschen mit reinbringen. Ihr müsst euch das mal überlegen, es gibt vielleicht bei The Sims 4 in den USA ja Entwickler, die schon seit dem Basisspiel, seit dem Release von The Sims 4 dabei sind, jetzt ungefähr 9 Jahre. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass die Entwickler es mittlerweile geschafft haben, Packs schneller und einfacher zu entwickeln, da dann nicht mehr so viele Ressourcen nötig sind. Aber auf der anderen Seite wird man nach so einer Zeit ja auch so ein bisschen betriebsblind. Und ich kann mir halt vorstellen, dass du dann irgendwann so ein bisschen einfach in deinen Modus gehst und nicht mehr diese kreativen neuen Ideen wie am Anfang noch hast. Und das ist natürlich dann der Vorteil vom neuen EU-Team. Übrigens, auf verschiedenste Packs kann bei meinem Partner Instant Gaming gespart werden, welcher viele Packs besonders günstig anbietet. Auch ein Pack nach Wahl könnt ihr derzeit über den Link in der Beschreibung gewinnen. Schaut gerne vorbei. Eigentlich finde ich dieses Jahr für The Sims 4 tatsächlich auch bis jetzt ziemlich gut. Es waren leider nicht alle Packs wirklich rundum perfekt. Da war es ja zum Beispiel bei Landhausleben deutlich stärker. Irgendwie dieses Pack ist, glaube ich, immer noch ein Community-Favorit, was insgesamt wirklich sehr rund ist. Gerade bei Pferderanch gab es da schon ein bisschen was zu meckern, aber ich habe das Gefühl, dass die Entwickler jetzt wirklich darauf achten, Community-Wünsche umzusetzen. Pferde ist seit Jahren ein riesiger Wunsch, zusammen wachsen, ja, dann quasi so eine Generationenerweiterung war auch ein Riesenwunsch, die Säuglinge sind ins Spiel gekommen und jetzt noch wieder ein Revival der Accessoire-Packs. Man muss schon sagen, das haben sich viele Leute gewünscht. Und ein genauso großer Community-Wunsch von vielen war auch wirklich, dass es weniger Sets geben wird. Kann ich auch voll verstehen, die gehen mir mittlerweile auch ein bisschen auf die Nerven und es macht nicht mehr so viel Spaß, darüber zu berichten. Aber es ist tatsächlich so, dass wir bis Ende des Jahres auch dann keine neuen Sets mehr bekommen. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Vielleicht merkt EA auch, dass wir Spieler nicht mehr so 100% das Interesse an diesem Packtyp haben. Das könnte eine Erklärung sein. Oder sie brauchen halt gerade die Ressourcen für die anderen Packs. Aber ich fand das ganz spannend. Normalerweise wurde jedes Quartal so ein bisschen mit Sets zugekleistert, aber jetzt bis Ende des Jahres keine. Die Entwickler scheinen da wirklich ihre Ressourcen umverteilt zu haben, weil was auch sehr auffällig ist, seit dem The Sims 4 Highschool-Jahre-Pack gab es jetzt, okay, bis Ausnahme auf das lukrative Hobbyküche-Accessoire-Pack, nur Erweiterungen und Sets. Nicht nur, dass es jetzt in so kurzer Zeit 3 Erweiterungen gab, am Ende des Jahres wird es ja ebenfalls nochmal eine geben, die nachbarschaftlich sein soll, habe ich auch nochmal ein extra Video zu gemacht. Und es scheint wirklich so zu sein, dass die Entwickler von diesen Gratis-Updates auch ein bisschen weggegangen sind, die ja sonst in der Vergangenheit immer fast monatlich irgendwie kamen. Und klar, wenn eine Erweiterung erscheint, gibt es die immer noch, aber wirklich nicht mehr in der Frequenz wie früher. Das kann man jetzt natürlich dann wieder so ein bisschen schade finden, aber es wirkt wirklich so, als würden die Entwickler quasi alle Ressourcen gerade für die Erweiterung aufwenden, was ich persönlich ja eine ziemlich gute Entwicklung finde.
Nach 9 Jahren ist das erste Mal, dass wir 3 Erweiterungen in einem Jahr bekommen. Das ist richtig krass. Das gab es zuletzt eigentlich nur zu Zeiten von The Sims 3. Da ist es, glaube ich, auch nur ein einziges Mal passiert. Natürlich, The Sims 4 kämpft immer noch mit vielen Krankheiten, ist immer noch nicht das perfekte Spiel. Es gibt immer noch viele Sachen, die Vorgänger deutlich besser gemacht haben. Aber ich habe das Gefühl, dass The Sims 4 aktuell gerade in einer sehr guten Phase steckt. Und wenn es so weitergeht, wäre ich damit gar nicht mal so unzufrieden. Was denkt ihr denn zu dieser Entwicklung? Seht ihr das ähnlich oder findet ihr The Sims 4 gerade eher ein bisschen langweilig? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.